Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Pressestatement heute zum Thema Ausbau der erneuerbaren Energien. Danke, dass Sie heute Nachmittag Zeit gefunden haben. Wir hatten ja ursprünglich für heute früh eingeladen. Es kam ein kleiner Termin für den Minister dazwischen. Und insofern können wir jetzt starten mit einem Blick auf den Fortschritt bei der Energiewende. Und Bundesminister Robert Habeck hat das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt quasi zum Abschluss der Arbeitswoche, die ja sehr stark geprägt war von energiepolitischen Themen. Heute vor allem mit der Verabschiedung des Solarpaketes 1 im Bundestag und Bundesrat nochmal einen wichtigen Push nach vorne gegeben hat für den einfacheren und auch Ausbau der Solarenergie, die bei den Menschen ankommt. Ein paar Zahlen, die den Fortschritt unserer Arbeit und unserer heißt der Arbeit des Landes insgesamt noch einmal dokumentieren und zeigen. Es geht voran mit der Energiewende. Das ist die Bedingung dafür, dass wir die Klimaschutzziele in Deutschland einhalten, denn immer mehr Bereiche werden ja stromgeführt sein, Mobilität, aber auch zunehmend die Wärme. Es ist aber auch die Bedingung dafür, dass wir günstige Strompreise in Deutschland bekommen für die Verbraucherinnen und die Verbraucher beziehungsweise für die Unternehmen und das Gewerbe. Ein paar Zahlen sind wirklich, wirklich mutmachend und geben Grund zur Hoffnung, dass wir die ehrgeizigen und am Anfang der Legislatur vielleicht zu ehrgeizig scheinenden Ziele erreichen können. Ich beginne mit der Photovoltaik, die ist aber vielleicht auch am bekanntesten. Man sieht ja den Ausbau überall im Land. Im letzten Jahr wurden 14,6 Gigawatt zugebaut. In diesem Jahr haben wir den Ausbau wohl noch einmal beschleunigt. Allein im ersten Quartal wurden 3,7 Gigawatt zusätzliche PV-Leistung installiert. Das sind 17,5% mehr als in dem ohnehin ja schon starken Vorjahr. Wir sind also bei der Photovoltaik wirklich auf Kurs. Und ich sagte schon, das Solarpaket 1 wird sicherlich das Seine noch dazu beitragen. Offshore-Windenergie, das sei nur erwähnt. Wir haben im Moment 8,8 Gigawatt installierte Leistung auf hoher See. Dafür haben wir bummelig 20 Jahre gebraucht, die aufzubauen. Wir haben alleine im letzten Jahr die gleiche Zahl noch einmal verauktioniert, und zwar sehr erfolgreich verauktioniert. Werden noch einmal 8 Gigawatt dieses Jahr ausschreiben, sodass wir dann bis 2030 auf 30 Gigawatt installierte Leistung offshore bekommen. Noch einmal zum Verhältnis, 8,8 über 20 Jahre in 6 Jahren oder wenn wir das Netz mitnehmen, 7 Jahren auf 30 Gigawatt. Das ist schon immens, aber es läuft wirklich gut und wir können es kontrollieren, monitoren. Wir haben mit den Ländern, mit den Betreibern, mit den Netzanbetreibern, mit den Umweltbehörden, mit den Seebehörden eine Realisierungsvereinbarung geschlossen und schauen quartalsgenau, hält sich jeder an die vereinbarte Schrittfolge und alle halten sich daran. Ich habe das ja schon auch in meiner alten Verwendung in Schleswig-Holstein intensiv begleitet und eigentlich waren immer die Verwaltungen der Engpass beim Ausbau der Offshore-Energie. Irgendwelche Genehmigungen kamen nicht. Und dann hat sich alles verzögert. Jetzt scheint es zum ersten Mal so zu sein, dass die Verwaltung, die Länder, die Genehmigungsbehörden alle wirklich ihren Job tun. Also es geht wirklich zackig voran. Jetzt müssen wir halt sehen, dass die Produktion von Kabeln, von Konverterstationen, von Windkraftanlagen mitkommt. Also es dreht sich quasi um, hat davor die Industrie gesagt, Mann, schaff doch mal mehr Abnahme. Es ist jetzt so, dass wir sagen, die Abnahme läuft, wo ist die Produktion? Aber auch das machen wir geduldig und monitoren es eng und haben auch dafür einen gemeinsamen Prozess aufgesetzt, sodass wir den industriellen Hochlauf für all die Produkte, die wir brauchen, gleich mitplanen und beschleunigen. Dann bin ich bei der Onshore-Energie, die vielleicht, das kennen Sie aus den vielen Debatten in den Ländern, das schwierigste Themenfeld ist, weil ja große Windkraftanlagen natürlich eine Veränderung von Landschafts- oder, wenn Sie so wollen, von Heimatbild sind. Aber auch da geht es wirklich gut voran. Wir haben im letzten Jahr 3,6 Gigawatt zugebaut. Wir sollten aber vor allem auf die Genehmigung schauen. Und die Genehmigung habe ich Ihnen hier einmal mitgebracht, weil das vielleicht sprechend ist. Das sind die Genehmigungszahlen. Das heißt also, die laufen der Installation ein Stück voraus. Hier ist logischerweise 24, 21, hier sind wir gestartet. Geht manchmal ein bisschen rauf und runter. Aber jetzt ab 22 Mitte sehen wir einen deutlichen Anstieg.
Ja, ich würde sagen, wenn ich das mal ein bisschen lapidar ausdrücke, einen krassen Anstieg. Und hier in Q1 24 haben wir 2,8 Gigawatt neu genehmigt. Wir wollen auf 10 Gigawatt jedes Jahr kommen. Alleine in Q1 haben wir also das Ziel von 80% erneuerbaren Energien im Onshore-Bereich erreicht. Das sind die Genehmigungszahlen, die wir brauchen. Und das ist wirklich Resultat der politischen Arbeit, weil wir die Prozesse verschlankt haben, weil wir es beschleunigt haben, weil wir die artenschutzrechtlichen Genehmigungen vereinfacht haben. Und ein bisschen kann man ja hoffen, dass es jetzt nicht hier stagniert. Das würde reichen. Wenn wir hier stagnieren, würde es reichen, um alle Ziele hinzubekommen. Aber wir können ja vermuten und dürfen hoffen, dass es in der Beschleunigung weitergeht und größere Mengen genehmigt werden. Diese Genehmigungen verteilen sich allerdings etwas ungleich über die Republik. Das will ich Ihnen nicht verschweigen. Vielleicht darf ich es so formulieren, man kann eine Zielzahl, die sich das ganze Land gegeben hat, nicht erreichen, wenn nur die Hälfte des Landes seine Hausaufgaben macht. Und vor allem die süddeutschen Bundesländer müssen mitziehen. Sie müssen besser und sie müssen schneller werden. Die Zahlen sind nicht gut genug und wir sehen auch nicht, dass die Zahlen so schnell besser werden, wie sie eigentlich werden müssten. Ich will dazu sagen, dass die Verfügbarkeit mit günstigem erneuerbaren Strom ein Standortvorteil für die Wirtschaft ist. Sehr viele Unternehmensansiedlungen, die wir jetzt bekommen nach Deutschland, sie gehen dahin, wo viel grüner Strom ist. Und zwar auch nachts, wenn die Sonne mal nicht scheint. Also nur zu sagen, wir haben aber ganz viel Solar, aber keinen Wind, wird dieser Diskussion nicht gerecht werden. Das wissen die Ministerpräsidenten, das wissen die Wirtschafts- und Energieministerinnen und Minister. Allein die Handlungen müssen jetzt entsprechend auch folgen. Sonst fällt sozusagen das Land auseinander und das kann in keinerlei Interesse sein. Dann lassen Sie mich kurz zu den Stromnetzen kommen. Und da ist die erfreuliche Zahl bei Onshore-Genehmigungen noch erfreulicher, noch deutlicher zu sehen. Stromnetze sind das ungeliebte Kind bei der Transformation. Onshore, da gibt es noch eine schwierige Debatte, aber Stromnetze findet eigentlich niemand gut. Und trotzdem hat sich jetzt eine wirkliche Schubumkehr ereignet. Jetzt wird genehmigt, jetzt wird gebaut. Und dadurch gelingt es, die Redispatch-Kosten zu reduzieren. Von 22 auf 23 sind sie um über 1 Milliarde Euro zurückgegangen. Einmal grafisch dargestellt. Das ist ehrlicherweise meine Lieblingsgrafik. Also wenn Sie sich zwischen einer und zwei entscheiden müssen, die ist was. Hier sind wir losgelaufen. 21. 300 Kilometer gebaut, 321 genehmigt. 24 werden wir 1500 bauen, also 500% mehr und 2400 genehmigen, 700% mehr. Es geht also. Und es ist davor festzuhalten, es wäre auch davor gegangen. Das ist ja kein Hexenwerk. Die Leitungen genehmigen sich ja nicht von alleine, sondern weil sich Leute dahinter klemmen, weil wir die Verfahren einfacher machen, weil wir die Genehmigungen schneller machen, weil wir die Verfahren digitalisieren, weil wir künstliche Intelligenzsysteme einsetzen. Also das ist wirklich Resultat von harter Arbeit. Letztlich zuletzt deshalb auch, weil sich genug Menschen dahinter klemmen und sagen, jetzt haben wir genug darüber gestritten, jetzt müssen wir auch mal das besprochene Werk in die Tat umsetzen. Lassen Sie mich ganz schnell noch und abschließend auf die beiden Bereiche Strompreise und Stabilität kommen. Die Strompreise, die Gestehungspreise, der Handel am Strommarkt, er geht deutlich zurück. Wir sind auf Vorkrisenniveau angekommen. Das gilt auch für die Industriestrompreise, für das Gewerke, die ungefähr bei 17 Cent liegen. Und da, wo die ganz energieintensive Industrie unterwegs ist, also die noch mal stärker am Spotmarkt einkauft, da sind wir tatsächlich auf dem Niveau des Industriestrompreises von 6,5 Cent angekommen. Die Übernahme von Netzentgelten, Abnahmen von Steuern sorgen dafür, dass wir dort jetzt wieder in eine Nähe kommen, wo auch das energieintensive Gewerbe richtig produzieren kann. Mit Blick auf die Debatte heute Morgen im Ausschuss, wir monitoren natürlich permanent die Netze und die Netzsicherheit. Und auch diese ist sehr, sehr gut. Wir sind nach den Monitoringberichten das zweitnetzstabilste oder netzsicherste Land. Nur Japan ist ein Tickchen besser. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Aber wir sind jedenfalls ganz oben in der Spitze. Obwohl sehr viele neue Erzeugungsanlagen kommen, ist das Netz absolut sicher und wird sicher gefahren. Ein großer Verdienst auch
der Netzbetreiber bzw. der Bundesnetzagentur. Lassen Sie mich schließen mit einem Ausblick, was steht in dieser Legislaturperiode noch an. Ich würde an den großen Dingen noch drei nennen und man kann fast schon sagen, nur noch drei Dinge nennen. Einmal die Vollendung der Kraftwerkstrategie. Vollendung heißt das Ausschreibedesign fertigstellen, dann das Ausschreiben der Kraftwerkstrategie, um eben für die Phasen im Jahr, wo wir nicht genug Wind und Sonne haben, genug auch klimaneutrale Lastkapazität im Netz zu haben. Zweitens arbeiten wir mit Hochdruck daran, das Energiesystem der Zukunft zu designen. Kapazitätsmarkt oder Kapazitätsmechanismus ist das Stichwort. Wenn wir das, und das ist der feste Wille von mir, das noch in dieser Legislatur abschließen, dann haben wir wirklich die Agenda abgearbeitet. Und der dritte Punkt ist die Netzentgelte tragbar zu halten. Denn die Konsequenz dessen, was Sie gesehen haben, also des beschleunigten Ausbaus, ist, dass die Netzentgelte natürlich jetzt anfallen. Die Baggerfahrer müssen bezahlt werden, die Kabel müssen bezahlt werden, sonst werden sie nicht verlegt. Das ist ja logisch. Hat sich aber auch niemand so richtig Gedanken davor gemacht, was passiert, wenn es denn passiert. Wir müssen die Netze ausbauen, weil wir sonst sehr hohe Kosten im System haben. Es müssen Stromanlagen abgeschaltet werden und teurere zugeschaltet werden. Das macht wenig Sinn. Aber wenn wir jetzt das Netz ausbauen, um diese Kosten runterzukriegen und neue verursachen, macht es ja auch wenig Sinn. Deswegen arbeiten wir an Modellen, will ich mal sagen, die wir dann in der Regierung hoffentlich schnell ein, wie wir die Kosten des Netzausbaus strecken können über die Zeit, sodass die Last des Netzausbaus jetzt nicht voll in diese wirtschaftlich ja so sensible Zeit einschlägt. Unterm Strich, die harte Arbeit der letzten zwei Jahre, die ja passiert ist, trotz des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine und der Stabilisierung des Energiesystems, also trotz FSRUs, trotz Gaseinkäufe, trotz all der Monitoring-Geschichten, die wir machen mussten, zahlt sich wirklich aus. Die Grafiken zeigen, dass es nach oben geht und dieses nach oben gehen sollte nicht hinterfragt oder wieder kaputt gemacht werden. Heute im Deutschen Bundestag wurde sehr viel über Planungssicherheit geredet. Die Planungssicherheit heißt, Kurs zu halten, dabei zu bleiben. Das, was wir hier vorstellen, ist im Kern zwischen allen demokratischen Parteien gemeinsam verabredet worden, von der Klimapolitik bis zum Atomausstieg. Jetzt sehen wir, dass die Maßnahmen, wenn sie denn endlich auch mal ergriffen werden, genau das ermöglichen. Dabei sollten wir bleiben und ich hoffe, dass es nicht wieder zerredet oder in Frage gestellt wird. Vielen Dank. Vielen Dank an Minister Habeck. Ich sehe die ersten Fragen im digitalen Raum. Dann fangen wir da mal an. Wir beginnen mit Andreas Hönig von der dpa. Grüße, Herr Minister. Direkt anschließend an das Thema Netzentgeltepapier wird ja ein Amortisationskonto erwähnt, wie es beim Wasserstoff ja auch schon der Fall ist. Vielleicht können Sie dann noch mal konkret sagen, also zeitliche Streckung bis wann, mit welchen Investitionen rechnen Sie denn beim Netzausbau und was bedeutet das am Ende für die Verbraucher? Danke. Beim Wasserstoffamortisationskonto ist das System so aufgestellt, dass das Netz jetzt ausgebaut wird. Die Unternehmen, die das Netz führen, die FNBs, allerdings die Netzentgelte, das soll sich ja bezahlen durch die Nutzung. Also wenn der Wasserstoff durchfließt, muss man ein Netzentgelt bezahlen, so ähnlich wie beim Strom. Die dürfen aber nicht am Anfang so hoch sein, dass wir jedes erste Molekül mit Wasserstoff quasi mit Gold aufwiegen können. Dann wird es keiner kaufen. Also deckeln wir die Netzentgelte am Anfang, schieben sie über eine längere Jahreszeit beim Wasserstoff bis 2055. Dann, so sagen unsere Berechnungen, ist genug Wasserstoff durch diese Netze geflossen, dass sie sich refinanziert haben. Und sollte das nicht der Fall sein, gibt es eine Art Ausgleichsgarantie des Staates dafür, dass die Infrastruktur dann ja vorgehalten wurde, obwohl sie nicht so ausgelastet war. Aber sie könnte ja auch überausgelastet sein. Das ist ein kluger Gedanke und ein neuer Finanzierungsmechanismus. Er ist haushaltsneutral. Es ist quasi ein Konto, das in sich selber ruht. Und das Problem ist nicht unähnlich dem Problem, den wir möglicherweise beim Stromausbau haben. Auch da müssen wir jetzt die Netze ausbauen, aber wir bauen sie ja nicht für diese Legislatur aus oder für einen Minister, sondern für die nächsten 40 oder 50 Jahre. Wir bauen die im Grunde für die nächste Generation, vielleicht für die nächsten zwei Generationen. Und in einer Zeit, wo Energiepreise ja so sensibel sind, sollte man sich überlegen, ob man dann nicht diese Lastenverteilung auch über die Generation ein Stück weit strecken kann. Das ist politisches Neuland.
Das heißt, wir müssen die rechtlichen Fragen klären. Ist das eigentlich eine Beihilfe oder ist es keine? Ist das europarechtlich möglich? Passt das denn erst in das GIS-System? Da sind wir gerade dabei. Und wenn diese Fragen geklärt sind, hoffentlich positiv, dann werden wir uns schnell darüber verständigen, hoffentlich politisch schnell darüber verständigen, welchen Zeitraum, welche Höhe, welche Volumina darüber dann abgedeckt werden können. Aber ich will dem nicht vorgreifen. Wirklich, ich kann das nur sagen, dass es eine, wie ich finde, sehr, sehr interessante Idee ist, die ja aus der Koalition heraus im Gespräch geboren wurde. Und jetzt hoffe ich, dass die Grundlagen so geschaffen würden, dass diese Idee sich materialisiert. Aber erlauben Sie mir, sie erst dann wirklich vorzustellen, wenn ich das mit den Koalitionspartnern besprochen habe. Dann bitte Jana Wolf. Vielen Dank. Hallo, Herr Habeck. Sie haben zum Eingang Ihres Statements gesagt, dass die Zahlen, die Sie jetzt vorstellen, am Ende einer Woche stehen, die sehr energiepolitisch geprägt war. Jetzt begann dieser Morgen für Sie im Ausschuss und Sie mussten sich mit Kritik an der Entscheidungsfindung rund um den Atomausstieg auseinandersetzen. Ist denn diese Debatte und die Kritik, die Sie versucht haben zu kontern, auch mit Ende dieser Woche für Sie abgeschlossen? Ja, das kann ich ja nicht entscheiden, aber ich würde behaupten, dass die Kritik im Ausschuss eher eine fragende war und dass ich mich bemüht habe und ich glaube, es ist auch weitgehend gelungen, alle Fragen zu beantworten. Im Kern war ja das Nachfragen der Abgeordneten folgender Art: Gab es im Haus einen politischen Debattenstrang, der gesagt hat, eine Laufzeitverlängerung könnte sinnvoll sein, die politisch abgewürgt wurde, weil man sie nicht führen wollte? Und das ist nicht der Fall gewesen. Und das konnte ich darlegen entlang von Akten, von Briefen. Ich habe aufgezeigt, dass die kraftwerksbetreibenden Unternehmen, also E.ON, RWE und EnBW, in der Woche nach dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine sich schriftlich an mich oder den Staatssekretär Greichen gewandt haben und gesagt haben, steht dann ja drin, kann man ja alles nachlesen jetzt, die Brennelemente sind Ende des Jahres alle. Sodass es genau anders ist als der medial vermittelte Eindruck. Es ist nichts vertuscht worden, sondern es war der erklärte Wille von mir und der ganzen Hausleitung, alle Optionen auf den Tisch zu bringen. Es waren meine Fragen. Schon vor dem Krieg habe ich die Kraftwerksbetreiber gefragt, könnt ihr die Atomkraftwerke länger laufen lassen? Wenn ja, zu welchen Bedingungen? Was ist der rechtliche Rahmen dafür? Was bringt es an Energieersparung? Also es ist nichts verheimlicht worden, sondern ganz im Gegenteil, ist aktiv vorangebracht worden. Der einzige Punkt ist, dass damals, also Februar, März, die Kraftwerksbetreiber gesagt haben, bringt halt nichts, weil die Brennelemente alle sind. Und wie gesagt, das kann man schriftlich nachzeichnen. Und ich glaube, dass das heute den Ausschuss auch, dass er das zumindest zur Kenntnis genommen hat. Also die Geschichte ist aus meiner Sicht, die Geschichte, die die Akten erzählen, ist eine andere als die, die gestern medial verbreitet wurde. Hier wurde keine Diskussion unterdrückt, hier wurde nichts geheim gehalten. Es ist genau die Diskussion, auch in den Vermerken, die mich nicht erreicht haben, die ich dann mit den Betreibern geführt habe. Und ob das die Kollegen der Opposition oder auch der FDP überzeugt, das müssen die natürlich beantworten. Aber ich hatte das Gefühl, wir sind heute ein Stück weit zusammengekommen im Ausschuss. Dann bitte Herr Wackett. Ja, guten Tag. Mich würde mal interessieren, was diese Zahlen, die Sie eben genannt haben, Ausbau, Stromleitung etc., was das für den Kohleausstieg, also gerade natürlich im Osten, darum geht es ja, bedeutet. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass Herr Kretinsky jetzt ja bei Thyssen eingestiegen ist. Das ist ja bekanntlich der gleiche Mensch, der auch sozusagen die Hand auf den Kraftwerken im Osten hat. Also der Kohleausstieg für die rheinischen Reviere ist ja vereinbart worden. Voraussetzung dafür ist, dass wir genug auch grundlastfähige Kapazitäten haben. Stichwort Kraftwerkstrategie. Also meine Linie ist natürlich, das sehen Sie, alles zu beschleunigen und mit ganzer Kraft für eine klimaneutrale, günstige und sichere Energieversorgung zu arbeiten. Aber wenn sich aus irgendwelchen Gründen irgendwas verzögert, mag ja gar nicht politisch sein, irgendwelche
Streiks sind da oder Lieferketten reißen oder es fehlt an Bauarbeiten an Bauarbeitern, dann muss halt die Sicherheit immer den Vorrang haben. Trotzdem glaube ich, mit der Kraftwerkstrategie sind wir gut unterwegs, dass das erreichbar ist für 2030 für das Rheinische Revier. Für den Osten Deutschlands haben wir uns so verständigt, dass wir keine eigenen neuen Regeln schaffen, sondern das wird sich marktwirtschaftlich entscheiden. Der ETS1-Handel, also der Emissionshandel, der Zertifikatehandel, ist noch einmal verschärft worden. Viele Leute sagen, dass dann Braunkohlekraftwerke ab um 2030 herum nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können. Aber da es ein Markt ist, muss man das ein Stück weit abwarten. Auch da sind wir in den Endverhandlungen mit der Kommission, dass auch die LEAG ihre Ansprüche an den deutschen Staat befriedigen kann. Das ist ja auch ein Hangover, eine nicht abgearbeitete Position der letzten Legislaturperiode. Das sieht aber, meine ich, ganz gut aus. Und dann muss man sehen, was dann passiert. Ich verstehe den Einstieg von EPH und Herrn Kraschinski bei ThyssenKrupp erst einmal als privatwirtschaftliche Entscheidung. ThyssenKrupp braucht einen neuen braucht Geld oder möchte mehr eine andere Beteiligung haben. Das dürfen sie tun. Ob es energiepolitisch eine Brücke gibt, das kann ich nicht beurteilen. Natürlich, EPH liefert Strom. ThyssenKrupp dekarbonisiert. Wir haben ja Förderbescheide ausgestellt. Das heißt, die brauchen viel grünen Strom. Dafür sind die Förderbescheide ja da. Ob EPH damit also die Transformation des Unternehmens von Kohle hin zu grünen Strom, wie soll ich sagen, stärker noch anfahren will, das bleibt abzuwarten. Da habe ich jetzt keine eigenen Informationen. Aber dass man auf den Gedanken kommen kann, das würde ich nicht abstreiten. Vielen Dank. Dann wechsle ich mal in den physischen Raum und wir gehen über zu Frau Pfeffer, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Habeck. Sie haben sich eben, danke schön, optimistisch geäußert, dass es bei Wind an Land sogar noch mehr werden könnte in den kommenden Jahren, was die Genehmigung angeht. Es gibt jetzt aber auch viele Berichte aus den Bundesländern, nicht nur aus dem Süden, auch Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel fällt auf, dass es doch wieder zu Verzögerungen kommt, dass so diese Dringlichkeit wieder ein bisschen abflaut, bis hin zu Untätigkeitsklagen. Glauben Sie, dass Ihre Möglichkeiten ausgeschöpft sind, das weiter zu beschleunigen? Oder können Sie sich vorstellen, dass da noch was kommt? Ja, ich sage mal ganz kurz die Zubauzahlen in 2023. Natürlich, die Länder sind unterschiedlich angefangen. Schleswig-Holstein 1200, Niedersachsen 630, Nordrhein-Westfalen 530, Bayern 26, Baden-Württemberg 59, Sachsen 47, Hessen 32. Also die Range ist zwischen 1200 und 26. Die Ländergröße ist damit noch gar nicht eingerechnet. Wenn man auf die Karte guckt, sieht man das im Grunde. Und ich wiederhole, was ich gesagt habe. Ein Projekt, das ja, wir haben einen Strommarkt in Deutschland. Ja, der Strompreis ist zwischen Passau und Flensburg der gleiche. Im ein Stromsystem. Und das funktioniert nur dann richtig gut, wenn auch alle einspeisen in dieses Stromsystem. Und nicht nur die eine Hälfte des Landes, aber das wissen ja auch alle. Ich weiß natürlich, dass es immer wieder Probleme im Einzelfall gibt, deute aber die Dynamik anders. Auch weil die ökonomische Nachfrage so groß ist. Natürlich wird es auch in Mecklenburg-Vorpommern, auch in Schleswig-Holstein oder noch auch in NRW, die nun wirklich alle wirklich Gas geben, immer wieder irgendwelche artenschutzrechtlichen Probleme oder Nachbarschaftsklagen geben. Das wäre ja ganz verwunderlich, wenn alle jetzt nur noch lächeln würden und sagen, super, Windkraftanlagen. Aber insgesamt sind mit den gesetzlichen Maßnahmen sehr viele Hürden beseitigt worden. Was jetzt fehlt, ist das Einschwingen der Genehmigungsbehörden auf Länderebene, diese Maßnahmen umzusetzen. Ein bisschen geht noch. Wir sind gerade dabei, die Renewable Energy Directive 3 umzusetzen. Da sind noch einmal Beschleunigungsmaßnahmen für Windkraftanlagen drin. Aber und ein bisschen wird immer noch gehen. Also denken Sie an das Solarpaket 1. Wir werden ja permanent klüger und reden mit den Beteiligten und den Betroffenen. Aber ganz wesentlich ist die gesetzliche Arbeit auf Bundesebene geleistet. Und jetzt habe ich ein paar Länder vorgelesen, aber ich könnte ja auch ich sage jetzt mal Rheinland-Pfalz 164 Windkraftanlagen, Hessen 32. Steile These, die Artenbedingungen sind jetzt zwischen diesen beiden Bundesländern nicht groß unterschiedlich. Warum das in Rheinland-Pfalz geht und in Hessen nicht, das ist nicht durch die Natur zu erklären. Das muss daran liegen, wie die Behörden geführt werden, wie der politische Wille ist.
Und da liegt jetzt im Moment die entscheidende Frage, ob sich dieses Projekt umsetzt. Aber noch einmal, wenn es sich nicht umsetzt, wird es zum Schaden, zum ökonomischen Schaden der jeweiligen Länder sein. Vielen Dank. Dann Herr Heidker, bitte. Ja, vielen Dank, Andreas Heidker von der Börsenzeitung. Herr Habeck, ich wollte noch mal auf die Kraftwerkstrategie zurückkommen. Es hat aus der Energiewirtschaft in den letzten Tagen, in der letzten Zeit wiederholt Stimmen gegeben, die eine Beschleunigung, mehr Tempo angemahnt haben. Deswegen mal meine Frage, wo stehen wir da? Vielleicht könnten Sie mir da mal ein Update geben. Bisher liegen ja lediglich die Eckpunkte vor. Was muss da jetzt noch kommen in der nächsten Zeit? Ich glaube, aus Brüssel stehen da auch noch irgendwelche Genehmigungen offen. Und wann erwarten Sie, dass es da die ersten Ausschreibungen ganz konkret geben wird? Das ist festgelegt und das ist der Zeitplan. Ende des Jahres, Ende dieses Jahres wollen wir mit der ersten Ausschreibung beginnen. Und der Rest ergibt sich dann aus der Logik davor. Wir müssen dann noch einmal eine Konsultation machen, also die Verbände damit befassen. Und davor muss dann sozusagen die Rechtsnorm erfüllt sein. Und genau da sind wir. Wir telefonieren quasi täglich mit der Europäischen Kommission, spiegeln das dann immer wieder an die beteiligten Ministerien auf der Bundesebene zurück und ziselieren jetzt quasi die Rechtsnorm im Detail aus. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Sie kennen diese Beihilfeverfahren, wie schnell es geht, bei gutem Willen zügig. Wenn es ein bisschen unzügiger geht, dann dauert es halt noch 2 Wochen länger. Aber insgesamt ist der Wille da, dass das alles in diesem Term der Koalition, der Kommission abgeschlossen wird. Und das ist dann ja auch ausreichend, dann die Konsultation, dann die Auswertung der Konsultation, dann die Ausschreibung. Also wir sind im Zeitplan. Dann bitte Herr Scheible. Zwei Fragen, wenn ich darf. Hallo. Die erste, Sie haben gesagt, Sie hätten sich an die Betreiber der AKW schon vor Ausbruch des Krieges gewandt. Wie lange vorher denn und in Antizipation eines möglichen Einmarschs oder was war da der Anlass? Und Sie haben die Zahlen für die Bundesländer in Süddeutschland vorgelesen. Da ist eines dabei, das wird grün regiert. Was ist denn da die Erklärung, warum es da nicht vorangeht? Der erste Brief, den ich heute im Ausschuss vorgestellt habe, also zeitlich, stammt von E.ON vom 24.02. Das habe ich ihn nicht mehr hier, aber die Unterlagen stellen wir dem Ausschuss zur Verfügung. Und da steht, wie in den anderen Briefen von RWE und ENBW, die dann so im jeweiligen 2-Tages-Versatz kamen drin, dass, also der zentrale Satz für mich war, die Brennelemente sind Ende des Jahres alle. Und das ist ja die entscheidende Frage gewesen. Und wenn er vom 24.02. stammt, dann muss ja davor gesprochen sein. Also die E-Mail nimmt Bezug auf die bisherigen Gespräche. Ich habe jetzt meinen Kalender nicht durchgeflöht, aber ich weiß, dass ich bin, glaube ich, am 8.12.21 Minister geworden. Und nach dem Reinkommen ins Haus und sich zu orientieren, wo eigentlich der Kopierer steht und so weiter, war das Erste, was mir noch vor Weihnachten ins Auge gesprungen ist, die Speicher sind leer. Die Energieversorgung ist nicht gesichert und es gab keine gute Erklärung dafür. Und es war ja nicht so, dass der Angriff auf die Ukraine am 24.02. plötzlich da war, sondern der Aufmarsch war ja da. Die Nord Stream 2-Genehmigung war in aller Munde. Die Abhängigkeit von russischem Gas war dadurch gleich ein politisches Thema. Und wir haben uns von Anfang an, seit Beginn der Amtsübernahme, mit der Energiesicherheit beschäftigt. Die Gespräche waren nicht in dem Krisenmodus, also im Sinne von, jetzt müssen wir sofort handeln. Aber ich habe es heute auch im Ausschuss gesagt, am 24.02. habe ich Markus Kreber, den Chef von RWE, hier im Büro gehabt. Und auch da wurde darüber gesprochen, welche Möglichkeiten man noch hätte, im Falle einer Not mit den bestehenden Atomkraftwerken irgendwas zu machen. Die Antwort war aber auch da die gleiche und dann ein paar Tage später schriftlich eingereicht. Noch einmal, die Brennelemente sind Ende des Jahres 2022 abgebrannt. Es gab noch eine zweite Frage zu Baden-Württemberg und dem Windausbau. Bei Baden-Württemberg weiß ich, dass die Landesregierung enorm hinterher ist. Da habe ich keinen Zweifel dran, auch dass der Ministerpräsident selbst sich dahinter geklemmt hat, in verschiedenen Runden alle quasi genötigt hat, jetzt wirklich maximale Geschwindigkeit aufzunehmen, die auch ja relativ zu sehen ist, aber natürlich noch nicht reicht. Ich habe ja die Zahlen gerade vorgelesen. Da wird jetzt was passieren.
Aber ich wollte darauf hinweisen, oder jetzt sage ich es mal andersrum, dass die Genehmigungs- und Ausbauzahlen, die ja jetzt das Land auf Kurs gebracht haben, nicht durch eine gleiche Verteilung über das Land zustande gekommen sind, sondern daran liegen, dass einige Länder mehr tun und andere überkompensieren. Das wird aber auf Dauer nicht möglich sein. Dann gehen wir noch mal in den digitalen Raum zu Herrn Witt, bitte. Und dann müssen wir auch zum Schluss kommen. Ja, schönen guten Tag, Herr Habeck. Sie hatten darauf hingewiesen, dass die Ausbauzahlen bei der Photovoltaik wahrscheinlich aus Sicht von mehreren Leuten erfreulich sind. Allerdings sind natürlich die Anteile europäischer Hersteller an den PV-Modulen noch sehr gering. Die Resilienzboni haben es nicht ins Solarpaket geschafft. Bei den Subventionen für Produktionen in Deutschland, Europa sieht es schwierig aus. Was kann da noch kommen, um das da auch Fahrt aufzunehmen? Verbunden damit noch die Frage, ob Sie die Ansicht teilen, dass das aber vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, dass wir hier in Europa eigene PV-Module herstellen können, anders als bei Computerchips, sondern dass wir die ja auch genauso gut aus China beziehen können. Nein, die Ansicht teile ich nicht. Ich löse sie gleich noch mal ein bisschen auf und ich bedauere auch, dass das Solarpaket ohne den Resilienzbonus verabschiedet wurde. Das wäre ja eine Brücke gewesen für die Produktion maßgeblich in Ostdeutschland, wo die Solarpaneele, ja die paar, die wir noch in Deutschland produzieren, hergestellt werden, in dieser Situation einen Absatz stabil halten zu können. Darüber gab es keine Einigung innerhalb der Regierungskoalition und ich kann das nur bedauern. Beim Bedauern will ich es allerdings nicht bewenden lassen. Wir sind gehalten, den sogenannten Net Zero Industrial Act in deutsches Recht umzusetzen. Das ist eine europäische Rahmengesetzgebung, wenn Sie so wollen, die zwei Dinge regelt. Einerseits die Beschleunigung für die industrielle Produktion von grünen Energieanlagen und zweitens eine Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Es gibt bestimmte Produktquoten in diesem Net Zero Industrial Act. Die beziehen sich auch auf die Solarindustrie. Normalerweise hätten wir 18 Monate Zeit, das Ding ins deutsche Recht umzusetzen. Jetzt versuchen wir es halt schneller zu machen. Dann wird diese Diskussion wiederkommen. Dann allerdings mit der Verpflichtung von Brüssel, dort was zu tun. Also das wird Resilienzbonus 2 in der Diskussion werden, aber dann im Rahmen, den Brüssel uns vorgibt. Meine persönliche Haltung ist, dass wir bei der Solarindustrie einiges an Kapazität haben sollten. Und zwar deshalb, falls mal irgendwas passiert, also falls die großen Mengen aus China nicht kommen, dass wir dann in der Lage sind, selber hoch zu skalieren. Wir müssen nicht 100%, wir müssen auch nicht 80 oder 50 in Deutschland produzieren. Aber es wäre wichtig, dass wir bei einer Produktion, die ja, wenn wir sie gar nicht mehr zur Verfügung hätten, die das Ende der Transformation bedeuten würde. Wir können ja auch noch woanders her was kaufen, aber wir wären dann sehr abhängig vom Weltmarkt. Dass wir da gar kein Know-how haben, das halte ich für schwierig. Mein Argument ist also im Kern ein Wirtschafts- oder Energiesicherheitsargument. Also die Abhängigkeit von russischem Gas, die haben wir teuer bezahlt. Wir sollten jetzt nicht in einem anderen Bereich komplette Abhängigkeit von China haben. Wie groß diese Kapazitäten sein müssen, um sie dann im Zweifelsfall hochzuskalieren, also wie viel man produzieren muss, um eigenes Know-how zu haben, das kann man gerne diskutieren, aber das ist sozusagen die Denklogik, die dahinter ist. Und sie löst auch das Problem der Debatte, dass eine europäische oder deutsche Produktion ja teurer ist als eine chinesische. Das ist ja logisch, sonst würde sie ja schon da sein und nachgefragt werden. Sie würde also in der Tat, das war ja immer die Kritik daran, den Solarstrom verteuern, denn die höheren Preise müssen ja wieder eingespielt werden. Das wäre dann auch wirklich ein Problem, wenn 100% auf einmal ein Drittel mehr kosten würde. Aber wenn was haben wir denn im Moment in Deutschland? Vielleicht 3-4% oder so etwas dessen, was wir verbauen. Wenn daraus 10 werden und die haben einen kleinen Preis mehr, dann ist das im Strompreis insgesamt kaum wahrnehmbar. So gehe ich an die Sache ran. Deswegen, mir geht es darum, eine eigene Kapazität hier im Land zu halten. Wenn die wettbewerbsfähig ist, kann daraus auch eine ganz große werden. Aber eine eigene, die man im Zweifelsfall in Zeiten der Not hochskalieren kann, scheint mir ein Gebot der Lehre der letzten 2 Jahre zu sein. Vielen Dank. Dann noch eine letzte Frage von Herrn Wiedemann. Entschuldigen Sie, Sie hatten die Hand schon sehr lange oben und dann müssen wir zum Schluss kommen. Vielen Dank.
Herr Wiedemann im digitalen Raum. Ja, danke. Eine Frage, Sie haben jetzt den Split bei der Erzeugung angesprochen, also die ungleiche Verteilung der Anlagen. Glauben Sie, dass jetzt vor dem Hintergrund dieser Entwicklung auf lange Frist diese einheitliche Gebotszone, da sollen ja die Übertragungsnetzbetreiber Ende des Jahres einen Bericht vorlegen, dass man das überhaupt noch aufrecht erhalten kann? Denn Sie müssen ja dann, wenn dieser Bericht vorliegt, darüber entscheiden, wie Sie damit umgehen, mit dieser Empfehlung zwischen 1 bis 5 Gebotszonen, die dann da vielleicht ausgewertet werden. Das ist mein Ziel. Wir sind ein Land. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen und verschiedene Ausgleichsmechanismen dann auch fahren. Das machen wir beim Länderfinanzausgleich, das machen wir auch in anderen Bereichen. Also wenn, alle Autos, die in Berlin gefahren werden, in Berlin produziert werden müssen, dann fährt ja keiner mehr Auto. Und wenn alle Schweine, die Schleswig-Holstein produziert, in Schleswig-Holstein gegessen werden, dann haben wir auch ein Problem. So ist es halt nicht. Wir verteilen die Güter im Land. Und das ist auch richtig so, das ist auch mein Ziel. Aber natürlich müssen alle dann auch mithelfen, dieses Ziel fair zu tragen. Das wissen aber auch alle noch einmal. Ich habe heute die Zahlen vorgestellt, die Diskussion mit den Kollegen und vor allem der Wirtschaft mit den Kollegen läuft auch auf Hochtouren. Deswegen bin ich am Ende ganz, ganz optimistisch, dass auch der Ausbau der Windenergie in den süddeutschen Bundesländern, wenn ich so pauschal reden darf, ordentlich an Fahrt gewinnen wird. Schönen Dank und schönes Wochenende.